Im heutigen Video geht es darum, wo du legal Anime schauen kannst. Viel Spaß! 90% meiner Zuschauer haben mich noch nicht abonniert, deswegen würde ich mich extrem freuen, wenn du jetzt auf den Abonnierknopf drücken würdest, um keine weiteren Anime-Videos wie diese hier zu verpassen. Let's go! Ihr könnt ganz easy Anime auf Crunchyroll schauen, es ist teilweise kostenlos. Wenn ihr kostenlos Anime auf Crunchyroll schaut, müsst ihr aber mit deutschen Untertiteln schauen und wenn man ein Abo auf Crunchyroll habt, könnte man theoretisch auch einige Folgen auf Deutsch mit deutscher Synchronisation schauen. Zum Beispiel Dr. Stone. Ansonsten könnt ihr Anime auf Anime On Demand schauen. Das ist eine Plattform, wo man ein Abo braucht, um dort Anime zu schauen. Sie haben sehr viel Auswahl, unter anderem Tokyo Ghoul oder Attack on Titan. Ansonsten könnt ihr auf Wakanim Anime schauen. Wakanim ist eine Seite, die teilweise kostenlos ist, teilweise aber auch ein Abo benötigt, um Anime zu schauen. Und ihr könnt auf Netflix Anime schauen. Auf Netflix kennt man, sind ganz oft Anime da, aber sie verschwinden genauso schnell auch wieder. Deswegen Netflix ist auch immer mein Angebot da, so irgendein Anime, den man legal schauen kann. Ansonsten könnt ihr auch noch auf Amazon Prime bzw. auf Animax Plus legal Anime schauen und da gibt es auch einige Episoden zur Auswahl. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch Netzkino, wo ihr legal Anime schauen könnt und TV Now. Dort könnt ihr übrigens auf Netzkino und auf TV Now könnt ihr legal und kostenlos Anime schauen. TV Now ist zum Beispiel eine Website, wo auch viel von den ganzen TV-Sendern ausgestrahlt wird. Und Netzkino ist eine Plattform, die auch ganz gerne mal auch Anime auf YouTube hochlädt. Und ansonsten könnt ihr auch auf ProSiebenMax Anime schauen, wenn es zum Beispiel im TV gelaufen ist. Könnt ihr eine Woche nach der Ausstrahlung es immer noch auf der Seite schauen, um es nachzuholen. Ansonsten gibt es bestimmt auch einige andere Anime-Streaming-Dienste, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe. Aber ich möchte euch auf jeden Fall noch ein paar englische vorstellen. Falls ihr kein Problem mit englischen Anime habt, dann holt euch einfach ein VPN, denn dann könnt ihr noch viel, viel mehr Anime schauen. Ihr könnt zum Beispiel ganz easy Anime auf Funimation schauen. Funimation hat sehr viel Anime-Auswahl. Ihr könnt Anime auf Hulu schauen. Hulu soll auch nach Deutschland kommen dieses Jahr, aber momentan zum Aufnahmezeitpunkt ist es noch nicht da. Keine Ahnung, ob man dann da auch Anime schauen kann. Ich werde dazu vielleicht mal ein separates Video machen oder vielleicht ist es auch schon online. Ansonsten könnt ihr auf Fabo TV Anime schauen, auf TV Vision, Habomax und Crunchyroll auch mit dem VPN dort schauen. Auf Crunchyroll könnt ihr übrigens mit dem VPN viel, viel mehr Anime schauen als ohne VPN. Und wenn ihr auch noch ein Crunchyroll-Abo habt, könnt ihr dann noch mehr Anime schauen. Deswegen ein Crunchyroll-Abo oder auch einfach Crunchyroll an sich zu nutzen, mit Werbung natürlich, ist mit einem VPN, wo ihr dann auch noch Zugriff auf andere Länder habt, definitiv eine coole Plattform, die man abchecken kann und alle anderen natürlich auch. Ich verlinke euch mal alle Seiten unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, und ciao!